Der Ingenieurtag 2019 hier in Mannheim, zum ersten Mal als Gemeinschaftsveranstaltung zwischen VDI und VDE. Das ist ein sehr schöner Rahmen hier, der sich für uns ergibt, und dass wir weiterhin unser Networking nicht nur unter Elektroingenieuren, sondern auch in der etwas breiteren Ingenieurwelt hier uns austauschen können. Das ist eine sehr schöne Sache, insbesondere für uns als VDE Kurpfalz, die wir dieses Jahr unser 120-jähriges Jubiläum feiern. Ich bin Ingenieurin, habe Elektrotechnik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg studiert und bin im Automatisierungsbereich tätig. Ich bin für den VDE mit Ideengeber für diesen Tag und Koordination. Ich möchte eben dem VDE auch ein junges Gesicht geben, ein weibliches Gesicht. Ich finde es wichtig, dass junge Leute sich engagieren im VDE. Drei Laborführungen haben heute Morgen durch die Labore der DHBW stattgefunden, während den Mitgliederversammlungen, sodass auch ein Parallelprogramm für die Nichtmitglieder angeboten wurde. Mit dem Ingenieurtag wollen wir uns auch in der Öffentlichkeit präsentieren, deswegen haben wir einen Vortragsbereich organisiert. Uns gelingt es, die zukunftsfähige Produktion hier in Deutschland vorne zu halten und weiter nach vorne zu treiben, indem wir alle Akteure bündeln, ganz gleich ob Verbände, Unternehmen, Gebietskörperschaften. Wir gehören alle zu einem großen System, mit dem wir vernetzt gemeinsam versuchen, den Standort zu stärken. Wir müssen nachhaltig wirtschaften und leben, damit produzieren. Dafür gibt es ganz neue Möglichkeiten durch Digitalisierung und Industrie 4.0. Beispielsweise, indem wir dezentraler, kundennah, menschenfreundlicher, urban produzieren. Der Ingenieurtag ist konzipiert als Familientag. Das heißt, es gibt Angebote für kleine Kinder, für Jugendliche gibt es einen MINT-Check. Die Motivation vom VDE hier an diesem Ingenieurtag in Mannheim hier teilzunehmen und das gemeinsam mit dem VDE auszurichten, ist, dass wir unser Slogan des VDEs, die ideale Zukunft, hier präsentieren möchten. Das Zusammenwachsen von klassischer Elektrotechnik mit modernen Informationsmedien und digitalen Technologien, die den Schritt in die Zukunft der Elektrotechnik hier weiterentwickeln und begleiten wollen.